Hallo, hallo Leute und damit willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Was spielen wir heute? Schau, heute haben wir ein richtig cooles Redstone-Haus nämlich, Leute. Und ich habe schon vieles in Minecraft gesehen. Ich habe schon sehr viele Redstone-Sachen auch mehr oder weniger aufgenommen oder auch gebaut, zum Beispiel Minecraft Apollo. Und ja, also die Schnitzelfabrik ist jetzt nicht so geworden, aber Leute, heute spielen wir ein Video. Heute spielen wir eine Map hier von einem Map-Entwickler. Und der hat nämlich ein komplettes Haus, Leute. Ein komplettes Redstone-Haus. Alles, was gibt. Lampen, von Gamen-Eingängen, von Küche, von alles Mögliche, Leute. Hat er alles in Redstone umgewandelt. Zum Beispiel in Kühlschrank oder so, Leute. Und ich habe mir, gedacht, da installiere ich mal schnell einen Shader. Wenn ich weiß, was ein Shader ist, das ist der Shader, yo, mei. Also, wo man hier richtig cool die Sonne sieht. Und gerade, okay, das Gras hier und den Baum, den sieht man normal auch, aber genau, das ist nämlich hier die Map, die Minecraft Redstone Map, also beziehungsweise das Haus hier. Und mal schauen, hier steht Important Readme und Keycard. Okay, Keycard ist, glaube ich, so eine Art Schlüssel, wo ich das in das Haus reinkomme. Okay, Welcome to Redstone Smart House, bla bla bla, was steht da? Okay, ich muss die, zum Öffnen muss ich die Keycard da in den Briefkasten geben. You need the Keycard to enter, also ich brauche die Keycard, also die, den Schlüssel hier. Dass ich ein paar Lagerräume und so reinkomme und ein paar Sachen. Also, sonst eigentlich, also da, das Haus hat wirklich viel zum Explodieren, zum Erforschen. Ich muss die Schilder hier ganz vorsichtig und ganz gut lesen. Mailbox, okay. Was hier gestanden, ich muss die Dings, to open oder put the, in the Mailbox. Bam. Nichts, read me, Keycard. Keycard in the Mailbox. Habe ich es eingegeben? Oh mein Gott! So eine Piste, da. Das Tür habe ich noch nie gesehen. Was hier? Open and close gate. Alles klar. Warte mal. Okay, von innen kann man das öffnen. Okay, Leute. Also die Frage: Kriegt man die Keycard wieder oder bleibt die dafür immer drinnen? Ich glaube, die bleibt dafür immer drinnen. Egal, Leute. Dann machen wir mal zu, dass kein Tür, kein Leute hier kommen. Inside the Keycard. Achso, ich hab's wieder. Okay. Inside the Keycard. To the. Here to open the door. Okay, Keycard. Bam, Leute, steht sogar Keycard. Okay, was ist das hier? Leute, der hat sogar eine Klingel gemacht. Lol, wie cool. Okay, es ist, put the Keycard in hier. Nice. Okay, Leute, das sind wir hier in meiner Villa, in meinem Haus hier. Was steht hier? Mail. Okay, wenn man von einem Bücher oder so reinhaut, kommt das, glaube ich, hier an. Was ist das? Was war das? Ich muss wohl hier Time Set Day machen. Das ist wieder Tag ist. Oh lol, das ist Licht, Leute. Und die sind auch solche Teile, solche, ich glaube, wir spielen auch in Minecraft. Ich mache gerade ein komisches Geräusch. Wir spielen auch in Minecraft 1.14.4 hier. Und, Leute, oh mein Gott, wie cool das aussieht. Mit dem Shader, gell? Leute, ich find solche Häuser generell immer cool, wo irgendwelche, Blumen und wo irgendwie am Dach hier solche Fenster sind. Okay. Lass mich raten. Hier irgendwo ist. Ich bin jetzt in Game Mode, aber ich. Okay, das macht nichts. Ich höre Villager, ja. Okay, starten wir mal oben, würde ich sagen, weil es gibt ja auch einen Keller, glaube ich. Was gibt's hier? Machen wir einen Elevator. Was? Gibt's einen Elevator? Lol, nach unten. Leute, was? Als ob das funktioniert. Es gibt doch wirklich so einen Elevator. Ich glaube, da komme ich in den Keller, oder? Weil ich mich nicht täusche, komme ich in den Keller. Oh, ein Block zusammengehauen, das wollte ich nicht. So, jetzt geht's wieder. Alles klar, okay. Hier sind wir im Keller. Aber ich gehe mal nach oben. Oder kann ich nach oben? Ich glaube, hier gibt es safe auch irgendwie ein Dings. Oder? Weil gibt es irgendwo. Da gibt es ja. Nee, warte mal. Hier glaube ich jetzt der Keller. Weil ich gehe mal Game Mode Spectator. Dann gehe ich mal hier nochmal hoch. Weil ich wollte mir nämlich noch von oben das ansehen. Und genau. Game Mode Creative. So. Nehme ich, Leute. Gibt es hier noch richtig viel zu sehen, ja? Select what you want to press to port. Also. Hier gibt es Turn the Lights On, also da kann ich Licht auf und abdrehen. Alarmsystem On, Off? Warte mal, Alarmsystem. Lampe closes. Achso, okay. Open, Close Gate. Da ist es. Geht es auf? Open, Close Gate. Das ist hier was genau auf dem Gate, das gemeint ist. First for Turn On, also hier sind einfach nur die Lichter. Ja, die Lichter, Alarmsystem On, Off. Ich denke, das Alarmsystem ist jetzt on. Ich weiß nicht, Leute. Und genau, was gibt's hier noch? Hier gibt's hier relativ viel. Was hier? Press the button to get water. Ah, hier ist Wasser. Was ist das hier? Oh, hier ist einfach das Licht. Okay, dann schauen wir mal weiter. Vielleicht gibt's
Hier ist ein Alarmsystem. Wetten wir? Alarmsystem? Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein Items Storage System. Okay, wenn man hier Sachen reingibt, dann geht es zum Lagerraum runter. Automatic Fridge. Was ist das? Lol. Okay, man, sind verschiedene Sachen drin, oder was? Lol. Okay, Leute. Richtig cool. Oh mein Gott, die Aussicht, Leute. Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare, genau du, wie du die Aussicht findest. Ich finde das Shader richtig cool. Okay, Leute, dann schauen wir mal weiter. Was gibt's denn noch? Jetzt noch der Aufzug, der gute Roller-Aufzug. Was ist das hier? Ist zu. Glastür. Lol, okay. Sand. Hier ist ein Innenpool, Leute. So ein Innenpool. Ich fahre auch in echten Häusern solche Pools. Whirlpool. Warte mal. Leute, Whirlpool? On, off? Whirlpool? Lol, es funktioniert dann wirklich, Leute. Ich mache mir wieder. Timeset, so. Weiß nicht, ob ihr was seht. Ich kann mal eine Fackel hier nehmen, dass ihr auch ein bisschen mehr hier seht. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Oder Glowstone. Kann man lieber Glowstone ein bisschen platzieren. Oder warte mal, ist das das Licht? Ne, das ist die Tür. Ja, hier gibt es auch noch eine Dusche, glaube ich. Funktioniert die? Sie funktioniert wirklich, Leute. Oh mein Gott. Aber wie cool das alles gemacht ist, okay. So. Hier gibt es euch noch einen Elevator. Und was ist hier drinnen? Hier ist die automatische Farm, Leute. Nicht so ein Tisch. Und so, okay. Was ist da? Jetzt geht das Licht aus. Okay, ist die automatische Farm, denke ich. Alright. Dann lass mal hier weiter nach oben schauen, weil oben waren wir noch nicht. So. Dann gehen wir hier a little bit of off. So, hier wieder turn the lights. Oh, ja, das ganze Alarmsystem und so. Und, was? Warte mal. Oh, Leute! Der hat hier einfach einen Spiegel gebaut, Leute. Oh mein Gott. Okay, was ist das? Hä? Bewegt sich der? Lol, es soll mich sein, glaube ich. Ich glaube, das funktioniert nicht ganz mit den Dings. Alles klar. Lol. Oh, lol, wie cool das gemacht ist. Was ist das? Oh, ich gibt's einfach ein Bad, Leute. Oh mein Gott. Leute, sowas ist nicht mehr normal. Ich habe schon echt viel gesehen, aber... Okay, ist eine Dusche. Okay, Leute, was ist das hier? What is this? Paper. Also hier ist das Toilettenpapier. Okay, Leute. Wenn ich die Tür zumache... Leute. Oh mein Gott. Wie cool ist auch gemacht. Ist sogar die Tür. Okay. Was gibt's hier noch? Gehen wir noch weiter hier. Hier ist wieder Licht. Und hier ist da Dani, wie der Typ hier, der Mapperbauer. Redstone, Cobblestone, was ist das hier? Ordered Items. Ordered Items? Machen wir mal, was wollen wir hier? Mal nehmen wir Eisen. Eisen für Dings hier. Ordered Items. Funktioniert das? Ordered Items. Warte mal. Ich denke, irgendwie funktioniert das. Egal, dass wir weiter schauen, was ist das hier? Hier, wir können Order some Items. Achso. Achso, Leute. Das hier, dann kann man praktisch Sachen, Items anfordern von der, vom Lagerraum. Aber ich glaube, der Lagerraum ist bei mir leer. Oh, was ist das hier? Hier ist ein Kamin. Was ist das hier? Leute, man kann den einfach anmachen, Leute. Der Kamin? Also, nee, warte, hier kommt noch. Leute, man kann einfach den Kamin anmachen. Oh mein Gott, und hier löscht sich der wieder. Lol. Leute. Okay, was heißt hier? Macht den Fernseher an? Fernseher? Ah, ich muss dich reinsetzen. Turn on TV. Ist er an? Jetzt. Oh, Leute. Als ob. Warte mal. Es ist wirklich... Oh mein Gott. Wie cool. Ich muss hier ein bisschen Blink bauen. Es gibt halt wirklich so ein Fernseher. Oh mein Gott, Leute. Die greifen auf den Bildschirm an. Und das war's, glaube ich. Oder? Wenn ich jetzt neu starte. Oh lol, wie cool einfach. Oh mein Gott, Leute. Ich habe noch nie wirklich so ein Dings gesehen. So ein Haus. Oh mein Gott, okay, sterben die Villager. Okay, ist doch mal der Lichtdings. Was hier drüben, Leute? Hier ist eine Bibliothek. Leute, der Mapperbauer hat gesagt, es gibt sehr viele Secrets, Leute. Also, wenn es viele Secrets gibt, dann schauen wir mal. Wo, es muss es safe irgendwo, hier irgendwo ein Secret sein. Was gibt's hier noch? Eine Chest? Hier muss doch irgendwo so ein Dings geben. Ein Schadmengeraum. Hier ist das Licht wahrscheinlich. Es muss doch hier irgendwo, sehe ich da? Importen. Okay, das war die Chest. Es muss hier irgendwo einen Geheimgang geben, Leute. Wie gesagt, bleibt, wenn ihr bis zum Schluss hier dran bleibt, dann schauen wir am Ende vielleicht noch die ganzen Geheimgänge, die ich hier verpasst habe. Hier ist auch mal das Licht. Hier ist schöner Bambus, lol. Okay, was ist das hier? Hier ist ein Schlafzimmer, Leute. Kann ich die Laternen abdrehen? Nee. Welches Licht ist das? Das Licht, oder? Ja, das Licht. Aber Leute, ihr könnt nicht sagen, wenn ich jetzt das Licht abdrehe und hier zum Beispiel die Dings jetzt weggebe. Leute, der Schatten. Oh mein Gott. Leute, das sieht so cool aus einfach.
hier die Sonne, hier mit meinem Balkon hier, hier mit meinem Wuff-Wuff, mit meinem Hund hier. Und was? Press the button to below active secret. Lol, behind the base. Okay, wenn ich den Button drücke, dann sollte anscheinend. Lol, ja, ist richtig cool gemacht. Hinter den Gebilde hier ein Geheimnis vorkommen. Wenn das funktionieren würde, Leute. Es war aktiv. Ich glaube, ich muss es nochmal so machen. Dann mache ich nochmal so. Jetzt geht's, glaube ich. Eine Eisentür wahrscheinlich. Oh, dort. Nee, eine normale Tür. Was ist das hier? Ein Dings. Oh, lol. Valuable stuff. Lol. Warte mal, was ist das? Wow. Leute. Oh mein Gott. Warte mal. Ist einfach so ein Dings. So ein. Lol, Leute. Man kann einfach. Oh mein Gott, das ist sogar Blastprojekt zu sehen. Leute. Oh mein Gott. Es ist einfach so ein Rüstungsständer, der nach oben springt. Ich kann mal hier alles wieder clearen. Valuable Stuff, okay. Hier gibt es natürlich einen Geheimgang für das Redstone-Haus hier. Und hier gibt es alle möglichen Sachen. Lootling. Hier mit so einem Crossbow. Ich glaube, ich habe keinen Crossbow gar nicht mehr. Also noch gar nicht. Ich bin nicht wirklich das neue Minecraft. Ihr könnt mal schreiben, vielleicht soll ich mal. Ich kann vielleicht mal ein Video mit den neuen Minecraft, also neuen Minecraft-Versionen machen. Weil ich kenne mich gar nicht aus einer neuen Version. Vielleicht mit Flo oder Izzy. Oder mit dem Dobsch. Was gibt's hier noch? Also ich glaube, das war's hier alles von oberen Dings. Also gehe ich mal nach unten hier, Jome. Es safe auch nur irgendwo hier ein Secret. Es gibt tausend Secrets auf der Map auf jeden Fall. Und genau, nehme ich so. Aber ich überspringe mal schnell hier den Dings hier, den Elevator. Den Elevator, so. Creative. So, nehme ich jetzt hier ein Storage System. Ich glaube, das nehme ich. Mal Enter Keycard. Oh, nein, ich habe die Keycard, warte mal. Paper? Das ist, es gibt doch safe, Leute. Es geht doch safe. Oder wird die Keycard erkannt, Leute? Wird erkannt, warte mal. Leute, jetzt kommt der Hacker-Skill, so. So. Wenn ich jetzt einen Amboss nehme und da reinschreibe, Keycard. Leute, glaubt ihr, er nimmt's? Nee? Ja, wisst ihr was, Leute? Es sollte funktionieren, aber es funktioniert irgendwie nicht. Weil ich die Keycard nicht habe, weil ich gerade unabsichtlich die ganze Sache gelöscht habe. Leute, mein Fehler hier. Okay. Oh, lol. Was gibt's hier? Warte, ich muss mal Kloster nehmen. Den Klostein. Sort Items. Okay, hier kann ich irgendwas reingeben und das sortiert es. Oh mein Gott. Leute, wenn ihr. Leute, lasst jetzt mal ein Like da, wenn ich irgendwie das mal in Apollo nachbauen soll. 2.50? 2.50? Weiß nicht, wofür es in 2.50 steht. Reset Item Counter. Achso, die Items, Leute. Der zählt einfach die Items, Leute. Oh mein Gott, okay. Jetzt okay, das sind null Items. Alles klar, warte mal. Wenn ich jetzt einen Amboss hier reinlege, dann ist hier gestanden 000, ja? Geht das? Das war der, glaube ich, Minecart. Warte mal, ich glaube, das kann er nicht erkennen, wenn ich jetzt mal einen Apfel oder so nehme. Das war, glaube ich, ein Minecart. Wenn ich kann mal von unten anschauen. Geht das da runter? Lol, was ist das hier? Es geht hier weiter. Weiter. Irgendwo fährt auch ein Minecraft. Das ist hier das alles. Wie hat das alles gebaut hier, der Map-Entwickler? Da muss ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie der normale Programmierer programmieren irgendwie. Es tut sich irgendwas, Leute. Normale Leute programmieren irgendwie Java oder irgendwelche Programmierarten. Wisst ihr was der Map-Entwickler hier kreiert hier? Der programmiert einfach. Er probiert einfach auch Minecraft Command Blocks, Leute. Was würdet ihr machen, wenn irgendwie, wenn du zu einem gehst und sagst so, was machst du als Beruf? Er sagt so, ich programmiere Minecraft Command Blocks. Lol, wann ist das Nether Portal? Hallo? Was ist das hier? Was ist der Elevator? Select the potion, press start. Also warte mal, was steht hier? Falls ihr nicht lesen könnt, how to use them the brewing system. Also das ist das, das Brausystem, ja. Swifter Slowness, Strange Things. Okay, sind die ganzen Potion-Effekte. Mal schauen. Splash Potion on. Und, was machen wir? Healing. Was ist das Ding? Also, Select Potions for Start. Also, hier Start. 30 bis 40 Sekunden muss ich warten. Potions. Also, es wird geliefert, oder was? Lol. Es wird einfach geliefert? Alles klar. Okay, bis das hier fertig ist, schaue ich mal das Nether-Portal. Das ist, glaube ich, einfach nur das Nether-Portal. Ist irgendwas in der Nether? Tatsache! Ha, das Nether. Es ist einfach nur ein Nether, so ein Dings gebaut, Leute. Wie cool sieht das aus? Es ist einfach so ein Nether-Dings gebaut. Harvest Nether-Wort. Geht das? Hört das nicht erwarten? Leute, es kann sein, dass es gerade vielleicht ein bisschen laut war.
Alles klar. Aber anpflanzen, glaube ich, muss ich selber wieder, oder? Ich lasse es mal hier lieber. Alright. Gibt es irgendein Secret? Glaube ich, nee. Aber lol. Also, ob da wirklich sogar in Nether irgendwas gebaut hat. Okay, ist ja mein Ding schon fertig. Mein Start? Okay, ich glaube, es tut noch. Ja, warte, ich kann es mal von außen anschauen. Was tut sich da was? Mine. Lol. Bambus, Leute. Boom, Bambus. Leute, was hat die hier kreiert? Okay, warte, ich gehe mal hier nochmal in den Dings rein. Nämlich haben wir noch was vergessen. Wir müssen jetzt auch schauen, dass die Secrets hier, was hier für Secrets gibt. Was es hier noch gibt. Schau mal in Spectator Mode, da geht's schneller. Also Mushroom Farm. Hier gibt es die ganzen Farms. Sind die ganzen Farms unten? Lol, jetzt sind die ganzen Schweine oder Dinos. Ich glaube, man kann die auch. Warte mal, ich kann mal hier Creative gehen. Und Wool Farm. Okay, jetzt ist die Dings Farm. Da kann man auch scheren. Die werden automatisch gefüttert, denke ich. Was ist das hier? Mushroom Farm. Achso, hier ist dunkel. Achso, Leute. Hier wachsen Dings. Hier wachsen Pilze. Und werden automatisch abgefarmt. Cocoa Farm. Hier ist, glaube ich, die Dings Farm. Die Choco Beans, oder wie man es nennt. Und hier werden die aufgefangen. Nice, das heißt. Okay, was gibt es hier noch? Hier war nämlich noch ein Raum. Autosmelter. Okay, das ist, glaube ich, warte mal. Open Door. Oh mein Gott, Leute. Leute, das ist so cool gemacht einfach. Hier ist nämlich. Okay, Open Door. Input. Okay, ich glaube, hier gibt man einfach das Input. Und hier ist ein riesen Schmelzeridino. Wenn ich jetzt schaue. Ja, Schmelzeridino. Hier sind richtig viele Dinge. Ich glaube, das ist ein Autosmelter. So ein super fast, super duper Smelter. super duper. Und hier gab es auch noch einen mittleren Stock. Wenn ich mich nicht täusche. War nicht ein mittlerer Stock zuerst doch? Habe ich mich eingebildet? Ich glaube, es war es hier, glaube ich, jetzt eigentlich. Und hier ist immer noch mal das Ganze hier in Nacht. Nee, Leute, hier gibt es auch was draußen, nämlich. Hier ist die Farm. Hier gibt es noch Chickens, alles mögliche. Leute, dann müssen wir noch nach draußen schauen, Leute. Warte, ich mache mal hier Tag wieder. So. Damn, seht. So. Alright. Nämlich gibt es hier. Ey, fahr irgendwas? Hier sind Hühner, ja. Macht das irgendwas? Nee. Hier ist Wasser. Und ich glaube, die spawnen automatisch, wenn ich mich nicht täusche. Passiert irgendwas? Denk schon, was ist das hier? Achso, die Autofarm, okay. Okay, machen wir weiter. Was gibt's jetzt hier? So creative. Was gibt's jetzt hier noch Cooles zu sehen? Hier ist der Glasdings von noch einer Autofarm hier unten. Von Bambusfarm war es, glaube ich. Ist wieder so ein Dings. Leute, ich liebe einfach solche Minecraft-Häuser mit solchen Schädeln, Leute. Gebt euch die Aussicht einfach mal. Ist richtig cool. Hier macht da vorne so ein Berg mit so richtig, richtig coolen Kakteen. Jo, mei. Und da vorne ist ein Steg. Leute, ich kann mir nicht sagen, dass es nicht cool aussieht. Sieht so cool aus einfach. Und, okay. Lol, der hat sogar so ein Ding, so ein Schirm gebaut hier einfach. Oh mein Gott. Da vorne ist ein Akazienbiom. Alles klar. Und die Palmen noch richtig cool. Und, ja, hier geht's auch runter. Was ist das? Hier ist ein Villager. Achso, so eine Auto-Villager-Farm, gell? Hier sind so Villager. Alles klar. Okay, hier ist so ein Tennisspielplatz-Dings. Ich glaube, das hat jetzt nicht wirklich eine Funktion oder so. Aber genau. Was gibt's hier noch? Hier ist so ein Gang nach unten. Was ist das? Oh, hier gibt's ein Aquarium, Leute. Das muss ich echt nicht finden. Sit onto the minecart and wait a few seconds. Okay, ich muss hier drauf. To the Desert Village. Warte mal, was? Es gibt... Leute, es gibt einfach... ein Wüstendorf. Okay, warte mal. Jetzt bin ich gespannt. Nämlich ins Minecart setzen und kurz warten. Alter, warte mal. Hier steht auf Deutsch. Und auf der anderen Seite auf Englisch? Leute? Illuminati? Ne, hier ist einfach ein normales Dorf, glaube ich. Hat der sonst nichts gemacht, oder? Nee. Aber ich glaube, das war es jetzt eigentlich fürs Video. Und Leute, die Aussicht ist so geil. Wie gesagt, dann stelle ich mich hin. Und wie gesagt, lasst ein Like, ein Abo da für mehr Minecraft-Adventure-Maps, Redstone für mehr Minecraft. Minecraft Julian kann ich programmieren. Minecraft, keine Ahnung. Schreibt alles mal in die Kommentare, wie ihr die Meinung von dem Shader und von dem Meinung. Wie ihr die Meinung von Meinungen findet. Wie ihr die Meinung von der Map hier findet, von der Redstone Map. Wie gesagt, lasst ein Like und einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden, falls ihr die Map hier richtig gefallen hat. Wie gesagt, schickt einfach das Video euren Freunden, falls ihr ein Like gegeben habt und das Video feiert. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da. Morgen kommt eine neue Folge Apollo. Freut mich wirklich. Und lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke für nichts mehr verpassen. Und würde ich sagen, ciao.